So, jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Derzeit laufen ja die Tarifverhandlungen für Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Sie haben das vielleicht schon gemerkt, an dem einen oder anderen Warnstreik, Kitas, Krankenhäuser, Behörden sind derzeit immer mal wieder von Warnstreiks sozusagen betroffen. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern ja 4,8% höhere Löhne. Dazu hören wir sicher in der Debatte noch mehr. Es gab zwei erfolglose Verhandlungsrunden. Die dritte wird für Ende Oktober wohl angesetzt. Die Linke fordert eine bessere Entlohnung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, hören wir Susanne Ferschel. Ich möchte eingangs aus dem Sitzungsprotokoll vom 25. März diesen Jahres zitieren. Und ich zitiere den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Aber vor allem gebührt unser Dank und unsere Anerkennung den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegekräften und den Gesundheits- und Sicherheitsbehörden, die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen. Ich denke, dass wir uns einig sind, dass wir in diesen Dank auch ausdrücklich diejenigen einbeziehen, die tagtäglich trotz erhöhten Ansteckungsrisikos die Versorgung in der Bevölkerung sicherstellen. Weiter steht in dem Plenarprotokoll: Langanhaltender Applaus im ganzen Hause und die Anwesenden erheben sich. Das ist jetzt etwas mehr als 6 Monate her. Jetzt hört sich das von Arbeitgeberseite aus so an: Überzogene Forderung, maßlos, zu teuer, unverhältnismäßig und so weiter und so weiter. Können Sie sich eigentlich die Wut und die Enttäuschung der Kolleginnen und Kollegen vorstellen? Das hat nämlich mit Respekt Ihrer Arbeit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und dann hört man häufig auch hier in diesem Hause, ja, jetzt in der Krise, jetzt sei nicht die Zeit für Lohnerhöhungen. Ja, meine Damen und Herren, wann ist die denn? Ich habe selber über 20 Jahre lang Tarifverhandlungen geführt und ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Der richtige Zeitpunkt für Lohnerhöhungen ist für Arbeitgeber nie. Deswegen sagen wir, der richtige Zeitpunkt ist genau jetzt. Jetzt wird das Geld auch benötigt, um Konjunktur und Nachfrage anzukurbeln. Und der Gipfel der Unverschämtheit ist nun, dass versucht wird, die Interessen der Beschäftigten gegen die Interessen der Allgemeinheit auszuspielen. Der Verband der kommunalen Arbeitgeber argumentiert, dass das Geld für die Lohnerhöhungen die nötigen Investitionen in Klima, Bildung und Digitalisierung verhindert. Die Löhne der Beschäftigten sind aber in der Vergangenheit nur sehr bescheiden gestiegen. Dennoch gibt es einen Investitionsstau in den Kommunen, der bei weit über 100 Millionen Euro liegt. Das ist doch nicht die Verantwortung der Kolleginnen und Kollegen, sondern einer völlig verfehlten Politik. Diese Bundesregierung weigert sich, die Kommunen finanziell besser auszustatten und die Vermögenden zur Finanzierung heranzuziehen. Und ich finde es unerträglich, dass die Krankenschwester verzichten soll, aber die Reichsten in diesem Land verschont bleiben. Die Auseinandersetzung der Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst ist mehr als eine reine Tarifrunde. Es geht um die gesamtgesellschaftliche Frage, was es uns die Betreuung unserer Kinder, die Pflege unserer Angehörigen oder die öffentliche Müllabfuhr wird. Die Linke hat diese Frage klar beantwortet. Wir stehen für eine gut finanzierte öffentliche Daseinsvorsorge und unser Platz ist an der Seite der kämpfenden Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Frau Kollegin Ferschel. Ja, also Grundlage dieser Debatte ist der Antrag der Linken, den Susanne Ferschel vorgestellt hat und die Forderung der Linken formuliert hat. Jetzt gehen wir in die Aussprache mit Petra Nikolaisen als nächste Rednerin für die Unionsfraktion. Moin, verehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Kollegin Ferschel, erlauben Sie mir eine Anmerkung. Ich verweise einmal auf den 3. Juni. Da haben wir ein Riesenpaket für die Kommunen in Bezug auf die Corona-Situation auf den Weg gebracht. Und das ist nicht das Einzige. Also wir lassen die Kommunen an der Stelle nicht allein. Und wenn wir dann jetzt von der aktuellen Tarifrunde sprechen, dann sprechen wir von 2,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bundes, der Kommunen und weiterer Bereiche, für die dieser Tarifvertrag ganz direkte Auswirkungen hat. Und die Verhandlungen betreffen aber auch die rund 225.000 Bundesbeamten,
Denn die verhandelten Erhöhungen, die dann eventuell beschlossen werden, der Bezüge wird natürlich, und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, zeit- und systemgerecht auch auf die Bundesbeamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und natürlich auch auf die Soldatinnen und Soldaten übertragen. Verhandelt werden dabei nicht nur die Entgelte der 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Vielmehr geht es natürlich auch um weitere Maßnahmen, die die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten auch verbessern sollen. Kurzum, es geht um die Wertschätzung der Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten. Ihr täglicher Einsatz ist von unschätzbarem Wert. Ihre Arbeit ist ein zentraler Beitrag für unser Gemeinwohl. Als Gesellschaft müssen wir, und das tun wir auch, dieses Engagement würdigen. Und ich gebe Ihnen recht, Applaus alleine reicht nicht. Die Beschäftigten müssten die Veränderung auch spüren in ihrem Portemonnaie, auf ihrem Zeitkonto und auch in ihrem Arbeitsumfeld. Doch ob nun jede Forderung im Einzelnen auch berechtigt oder in der Höhe angemessen ist, das entscheidet nicht der Deutsche Bundestag, sondern das entscheiden die Sozialpartner unter sich. Wir mischen uns da ganz klar nicht ein. Und ich möchte Ihnen sagen, das ist auch gut so. Schließlich haben wir eine in Artikel 9 des Grundgesetzes garantierte Tarifautonomie. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben, ebenso wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das Recht, sich zu Arbeitgeberverbänden oder eben zu Gewerkschaften zusammenzuschließen. Und sie haben auch das Recht, ihre Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen frei von staatlichen Vorgaben in eigener Verantwortung zu regeln. Sie sind nicht abhängig von politischen Zusammensetzungen im Bundestag oder in den Landesparlamenten oder anderen politischen Erwägungen. Ich bin stolz auf diese lang und gut bewährte Konzeption. Es dient dem Wohl der Beschäftigten und den Interessen der Arbeitgeber gleichermaßen. Und so stehen sich auch bei dieser Einkommensrunde dann wieder zwei Seiten gegenüber. Auf der einen Seite die Gewerkschaften. Sie fordern unter anderem eine Entgelterhöhung von 4,8%, mindestens 150 Euro pro Monat, 100 Euro monatlich mehr für die Auszubildenden, Studierenden und für die Praktikanten. Die Arbeitszeit soll durch zusätzliche freie Tage verkürzt werden. Und zugleich soll die Arbeitszeit in Ostdeutschland auf Nordwestniveau angeglichen werden. Auf der anderen Seite der Bund der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände. Wir Abgeordnete wissen nur allzu gut, wie angespannt die finanzielle Lage nach wie vor in den meisten Kommunen und bei den meisten kommunalen Arbeitgebern ist. Lassen Sie uns kurz auf die Zahlen schauen. Alleine die Entgeltforderung der Gewerkschaften, ohne die weiteren Forderungen zu berücksichtigen, würden Mehrkosten für die kommunalen Arbeitgeberverbände in Höhe von 5,7 Milliarden Euro bedeuten. Der Bund rechnet mit Mehrkosten bei den Tarifbeschäftigten des Bundes von 460 Millionen Euro und zusätzlich kämen dann noch mal 1,7 Milliarden Euro für die Beamten hinzu. Angesichts der schwierigen Finanzlage und den Herausforderungen, die noch kommen könnten, kann ich beide Seiten der Medaille natürlich verstehen. Als Deutscher Bundestag sollten wir uns aber zurücknehmen. Wir sollten den Verhandlungen den Raum geben, den sie benötigen, um ohne Druck von außen zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der öffentliche Dienst ist und bleibt gesellschaftlich von großer, herausragender Bedeutung. Und ich kann die verstehen, die jetzt sagen, angesichts von Kurzarbeit, Existenzängsten, Export und vielleicht auch Konsumrückgang, sollte man mit Entgelterhöhungen im öffentlichen Dienst, wo das Entgelt und die Arbeitsplätze vergleichsweise sicher sind, zurückhaltender sein. Für mich steht jedoch außer Frage, dass sichere Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen sowie ein faires Entgelt den öffentlichen Dienst attraktiv machen. Und das ist richtig so und das soll auch so bleiben. Dennoch halten wir uns an die Regelung als Bundestag. Wir halten uns raus, insbesondere wegen der Tarifautonomie. Wir werden uns aber darum kümmern,
die dafür notwendigen Finanzmittel in den Haushaltsplänen abzubilden. Das ist unser Beitrag für den öffentlichen Dienst. In diesem Sinne lassen Sie mich abschließend noch kurz etwas zur vergangenen Tarifrunde sagen. Bei dieser haben alle Beschäftigten bis 2020 ein Plus von mindestens 6,8% erhalten. Und ich denke, das ist ein gutes Fundament für die kommenden Verhandlungen am 22. und am 23. Oktober. Darauf können die Verhandlungspartner aufbauen und den Rest machen dann wir. Ich wünsche dabei viel Erfolg und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Nikolaisen. Ja, die Tarifverhandlungen laufen, die zwei Verhandlungsrunden, die es gab. Da steht man sich ja im Moment, ist man noch weit voneinander entfernt. Die beiden Seiten, die dritte Verhandlungsrunde soll wohl am 22. und 23. Oktober sein. Jetzt Uwe Witt für die AfD. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer an den TV-Geräten. Tarifautonomie ist eines der höchsten Güter der sozialen Marktwirtschaft. Falls Sie, liebe Kollegen der Linken, nicht wissen, was soziale Marktwirtschaft bedeutet, und das vermute ich nach Ihrem Antrag, will ich Ihnen noch einmal das Motto, das Ludwig Erhards Handeln zum Wohle Deutschlands bestimmte, nennen: so wenig Staat wie möglich, so viel Soziales. Herr Kollege Witt, ich unterbreche auch Ihre Redezeit. Herr Kollege Rexinger, auch für Sie gilt Mund- und Nasenpflicht bei Betreten des Plenarsaals. Auch für Sie gilt das Tragen von Mund- und Nasenbedeckung bei Betreten des Plenarsaals. Ich weise nur vorsichtig darauf hin. Und ja, Herr Kollege, Sie dürfen fortfahren. Danke, Herr Präsident. Doch in Ihrem Antrag spiegelt sich wie immer in Ihren Anträgen die Regierungserfahrung und staatliche Regelungswut Ihrer Vorgängerpartei, der SED, in der DDR wider. Noch einmal für Sie: Tarifautonomie ist das in Deutschland in Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz verankerte Recht der Tarifpartner, Vereinbarung frei, und ich betone noch einmal, frei von staatlichen Eingriffen über Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, insbesondere Tarifverträge über Arbeitsentgelt und Arbeitszeit, abzuschließen. Bei allem Verständnis, möglichst gute Ergebnisse bei Tarifverhandlungen für Arbeitnehmer, egal in welcher Branche, herauszuholen. Der Staat oder in diesem Fall die Regierung hat kein Recht, sich zu positionieren, geschweige denn in Tarifstreitigkeiten einzugreifen. Der öffentliche Dienst hatte schon immer eine Sonderposition inne, im Gegensatz zur freien Wirtschaft, die sich tagtäglich den Herausforderungen des Wettbewerbs stellen muss, ist der öffentliche Dienst mit seinen Dienstleistungen quasi konkurrenzlos und der verlängerte Arm des Staates, damit aber auch abhängig vom Wohlwollen der politisch Verantwortlichen. Und diese sind in den letzten Jahrzehnten nicht gerade zimperlich mit ihren Bediensteten umgesprungen. Es wurde kaputt gespart, es wurden ganze Dienstleistungsbereiche ausgelagert, es wurde sozusagen das Tafelsilber versilbert. Diese verfehlte Politik der Regierung hat die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft ausgehöhlt und die Rahmenbedingungen geschaffen, die heute diskutiert werden. Wenn Sie nun aber eine bestimmte Beschäftigungsgruppe, die zweifellos einen hervorragenden Job abgeliefert hat, wie viele andere Berufsgruppen auch, bei den Tarifverhandlungen bevorzugen wollen, so schaffen Sie damit eine Zweiklassengesellschaft. Auf der einen Seite die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die auch in der Krise einen gesicherten Arbeitsplatz und damit auch ein verlässliches Einkommen hatten. Auf der anderen Seite die Verlierer der Corona-Krise, die Industriearbeiter, die mit Kurzarbeitergeld über die Runden kommen müssen, die Mitarbeiter aus der Gastronomie, die arbeitslos geworden sind, die Hunderttausenden Solo-Selbstständigen und Kundschaftenden, die vor dem existenziellen Nichts stehen. Es darf keine staatliche Bevorzugung des öffentlichen Dienstes bei Tarifverhandlungen geben. Daher werden wir Ihren Antrag ablehnen. Dankeschön. Wie schaut's aus? Eine Sekunde noch, Herr Kollege. Gleich soweit. So, natürlich nach wie vor immer Desinfektion zwischen den Rednern. Und Thomas Hitschler, der wartet hier schon, spricht für die SPD-Fraktion.
Werter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst lassen Sie mich der Linken danken, dass Sie sich den Argumenten von Olaf Scholz angeschlossen haben. Der hat ja erst letzte Woche an dieser Stelle angemerkt, dass die Corona-Helden keine Orden, sondern ein ordentliches Gehalt wollen. Schön, dass wir das im Grundsatz ähnlich sehen. Unstrittig ist die Bedeutung, die ein funktionierender öffentlicher Dienst für unsere Gesellschaft hat, auch als einer der wichtigsten Kontaktpunkte der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Staat. Es ist daher selbstverständlich, dass diese verantwortungsvollen Aufgaben eine anständige Bezahlung verdienen. Weniger verständlich ist Ihre Forderung, in laufende Tarifverhandlungen einzugreifen. Und ich garantiere Ihnen, wenn Sie die Tarifautonomie ausholen wollen, werden wir dem mit erbittertem Widerstand begegnen. Lassen Sie uns den Gewerkschaften lieber gemeinsam den Rücken stärken, als Ihnen im Bundestag das Misstrauen auszusprechen. Denn genau das tun Sie mit diesem Antrag. Es ist tatsächlich so. Kolleginnen und Kollegen, die Zukunftsfestigkeit des öffentlichen Dienstes werden wir in den kommenden Monaten und Jahren weiter thematisieren. Der demografische Wandel und die dadurch steigende Konkurrenz zwischen öffentlichen und zwischen privaten Arbeitgebern werden den Wettbewerb um die besten Köpfe noch verschärfen. In den nächsten 10 Jahren werden etwa 25%, in den nächsten 20 Jahren etwa 61% der Angehörigen des öffentlichen Dienstes altersbedingt ausscheiden. Und diese Stellen sind nicht einfach so nachzubesetzen. Und es wird auch nicht reichen, einfach ein bisschen an der Gehaltsschraube zu drehen. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, damit unser Staat, damit unsere Gesellschaft weiter funktionieren kann, müssen wir echte Konzepte entwickeln, um den öffentlichen Dienst zu stärken. Und das müssen wir zusammen mit denjenigen machen, die wir meinen, wenn wir Danke sagen. Die richtig guten Ideen und Konzepte für einen zukunftsfesten öffentlichen Dienst entstehen bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Die müssen wir in unsere Überlegungen einbeziehen, nicht über ihre Köpfe hinweg diskutieren, sondern mit ihnen am Tisch gemeinsam diskutieren und sie in die Diskussion mit reinholen. Mal ein paar Beispiele. Aus- und Weiterbildung. Wir brauchen eine massive Ausbildungsoffensive. Genau da wurde in der Vergangenheit einiges versäumt, und das werden wir in Zukunft leider deutlich spüren. Weiteres Beispiel. Fortgesetzte Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss vorangetrieben und flexibler gestaltet werden. Wir geben den Angehörigen des öffentlichen Dienstes so Langzeitperspektiven und sorgen für mehr Durchlässigkeit für die Karriereentwicklung. Wir müssen es aber auch ermöglichen, die Chancen der Digitalisierung für einen effizienten, für einen bürgernahen öffentlichen Dienst zu nutzen. Und ich meine, da besteht an vielen Stellen noch erheblicher Nachholbedarf. Auch in den Besoldungsstrukturen gibt es, trotz aller Modernisierung, die auch diese Koalition vorgenommen hat, immer noch genügend Ansatzpunkte, um sinnvolle Verbesserungen durchzuführen. Vielleicht brauchen wir an der einen oder anderen Stelle auch radikalere Änderungen, um unsere Vergütungsstrukturen ins Jahr 2020 zu holen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nur ein kleiner Ausschnitt der Hausaufgaben, die wir als Gesetzgeber, aber die auch die Dienstherren auf allen Ebenen erledigen müssen. Und wir dürfen nicht mehr lange warten, sondern müssen reagieren, und zwar mit mehr als nur populistischen Anträgen, Kolleginnen und Kollegen. Ein Punkt, den ich am vorliegenden Antrag aber anerkennend hervorheben möchte, ist die Forderung nach einer besseren finanziellen Ausstattung unserer Kommunen. Ein gutes Drittel aller Angehörigen des öffentlichen Dienstes arbeitet bei den Städten und Gemeinden, also dort, wo wir alle leben. Deshalb fällt es an dieser Stelle besonders auf, wenn etwas nicht funktioniert. Hier sind wir im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets schon tätig geworden, und darauf müssen weitere Maßnahmen folgen. Wir müssen unsere Kommunen bei der Bewältigung der Altschulden unterstützen beispielsweise. Und hier wird die SPD weiterhin alles dafür tun, um auch unseren Koalitionspartner von dieser Notwendigkeit zu überzeugen. Kolleginnen und Kollegen, Alexis de Tocqueville hat vor knapp 200 Jahren geschrieben, dass fast überall in Europa der Souverän auf zwei Arten herrsche. Den einen Teil der Bürger lenke er durch ihre Furcht vor seinen Beamten, den anderen durch die Hoffnung, seine Beamten zu werden. In unserem Land muss heute glücklicherweise niemand mehr Angst vor Behördengängen haben. Der im Titel dieses Antrags leicht verächtlich dargestellte Applaus der Bürgerinnen und Bürger, der kam von Herzen. Er war Ausdruck der Anerkennung menschlicher und bisweilen auch übermenschlicher Leistungen in einer wirklich schweren Krise. Das sollten wir auch als solchen verstehen, und dafür sage ich Danke. Abschließend noch ein Gedanke zur Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Hier sind wir als politische Entscheidungsträger, als Wegbereiter, aber auch als Vordenker gefragt. Wie schaffen wir es, dass der öffentliche Dienst attraktiv bleibt? Nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als Karriere, als Herausforderung. Ich bin davon überzeugt, dass hoheitliche Aufgaben in der Hand des Staates bleiben müssen und dass wir einige Bereiche auch wieder zurückholen müssen. Der öffentliche Dienst hat gezeigt, was er kann. Zeigen wir, dass wir ihn fit für die Zukunft machen können,
mit echten Konzepten und nicht mit Schaufensteranträgen. Vielen Dank. Sagt hier Thomas Hitschler für die Sozialdemokraten in Vielen Richtung Dank, des Kollege, Antrags der Linken, der hier die Grundlage dieser Debatte ist, sich natürlich an den derzeit laufenden Tarifverhandlungen orientiert. Die Linke unterstützt die Gewerkschaften nach einer Anhebung von 4,8% für den öffentlichen Dienst bzw. mindestens 150 € pro Monat. So, nächste Rednerin, Sandra Bumdorfer, Licht für die Liberalen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Erfahrungen des Lockdowns sind uns alle noch in frischer Erinnerung. Dann wurde den Stillstand gefahren, Gewohntes haben wir schmerzlich vermisst. Und trotz dieser Entbehrungen haben wir auch erfahren dürfen, dass das öffentliche Leben, die öffentliche Sicherheit und Infrastruktur nicht zu mehr liegen kam. Klar, manches wurde eingeschränkt, aber der Strom kam weiterhin aus der Steckdose, das Wasser aus dem Wasserhahn, der Müll wurde abgeholt, Busse und Bahnen sind gefahren und auch Krankenhäuser und der Notbetrieb in Bildungseinrichtungen liefen. Schnell wurden die Frauen und Männer, die diesen Erfolg ermöglichten, zu Corona-Helden. Aber sie sind nicht nur die Corona-Helden, sondern sie sind Alltagshelden. Und klar ist doch für uns alle, ohne die Frauen und Männer im öffentlichen Dienst läuft keine staatliche Ordnung. Daher ist es richtig, dass auch Sie Ihre Erwartungen an Ihren Dienstherrn artikulieren. Die Tarifparteien müssen mit ihren unterschiedlichen Positionen in den Dialog treten. Und wir, die FDP-Bundestagsfraktion, sind der Überzeugung, dass sich die Tarifautonomie in der Vergangenheit bewährt hat und höchst schützenswert ist. Und ja, auch Warnstreiks, so ärgerlich sie manchmal auch sind, müssen ertragen werden. Aber in dieser aufgeheizten Stimmung hilft es nicht, wenn die Linke hier ohne Rücksichtnahme auf die öffentlichen Haushalte unhaltbare Versprechungen macht. Die vergangene Haushaltswoche hat uns auch allen gezeigt, dass wir uns bereits jetzt auf die Kosten der nachkommenden Generationen hoch verschulden. Und auch wenn es für die Linke sehr schwer zu verstehen ist, aber das Geld wächst eben nicht auf Bäumen. Und es geht hier nicht in erster Linie um den Bund, denn die meisten öffentlichen Bediensteten sind bei den Kommunen angestellt. Und viele Kommunen in unserem Land sind in tiefroten Zahlen und müssen das verringerte Gewerbesteueraufkommen von geschätzten, und lassen Sie auf der Zunge zergehen, geschätzten 15 Milliarden Euro erst einmal verkraften. Liebe Linke, auch wir als FDP wollen, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine faire und angemessene Bezahlung erhalten. Aber es muss eben alles auch vertretbar und machbar sein. Im Grunde geht es Ihnen hier doch um das symbolische Beklatschen, denn eine Verbesserung wollen Sie nicht wirklich. Nicht nur, dass auch nach jeder Tariferhöhung schmerzlich festgestellt wird, dass netto kaum mehr bleibt, sondern Sie verweigern sich doch auch tatsächlich der Tatsache, dass eine Wertschätzung nicht nur eine Frage des Geldes ist. Natürlich muss nicht jede Amtsstube aussehen wie ein Coworking Space in Kreuzberg, und dennoch wäre es schön, wenn zukünftig die IT-Ausstattung zeitgemäß ist und dass man sich nicht beim Behördenleiter rechtfertigen muss, wenn man nach 25 Jahren einen neuen Bürostuhl will. Und gerade wenn man mal anschaut, in den Ländern, in denen die Linke regiert, in denen die Linke mit an der Regierung sitzt, wie hier in der Bundeshauptstadt, dort gibt es massiven Nachholbedarf. Und ich wage die Prognose, dass die Behebung dieser Defizite die Motivation mehr heben würde als die nächste 3%ige Lohnerhöhung. Die Trends der gesellschaftlichen Entwicklungen und die Digitalisierung werden am Staat als Arbeitgeber nicht vorbeigehen. Die Aufgaben werden in Zukunft komplexer und benötigen daher auch die entsprechenden Fachkräfte. Und zuletzt macht auch der demografische Wandel nicht vor dem öffentlichen Dienst Halt. Und zusätzlich ist es geboten, dass wir eine Regelung schaffen, die es einerseits ermöglicht, über das Renteneintrittsalter hinaus attraktiv weiterzuarbeiten
Und andererseits dürfen wir den öffentlichen Dienst nicht mehr als abgekapselten Lebensweg sehen. Diese Zeit erfordert es, dass es auch einen flexiblen Wechsel aus Privatwirtschaft und öffentlichen Dienst gibt. Und ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss und darauf, dass die Linke es vielleicht mal schafft, endlich in der Realität anzukommen. Herzlichen Dank. Es macht sich als nächstes bereit die Kollegin Beate Müller-Gemmicke, Fraktion Bündnis 90 Grüne. Bitte schön, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, Respekt, dass Sie heute da sind, Kolleginnen und Kollegen. Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst geht es um rund 2,3 Millionen Beschäftigten im Bund und in den Kommunen. Ihre Arbeit ist unverzichtbar, und das muss sich auch in der Personalausstattung und natürlich auch bei der Entlohnung widerspiegeln. Es geht also um Wertschätzung und um Anerkennung, und beides haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wahrlich verdient. Die Beschäftigten halten das gesellschaftliche Leben am Laufen, und zwar nicht nur in Zeiten von Corona. Ja, und was die Arbeitgeber momentan machen ist, sie haben erst einmal das Angebot der Gewerkschaften abgelehnt, die Tarifverhandlung wegen Corona in das nächste Jahr zu verschieben. Ja, und jetzt haben sie zwei Verhandlungsrunden lang kein Angebot auf den Tisch gelegt. Und jetzt empören sie sich darüber, dass die Beschäftigten in Zeiten von Corona streiken. Diese Taktik geht gar nicht. Natürlich dürfen die Beschäftigten auch in Zeiten von Corona streiken. Und dafür wünschen wir auch den Beschäftigten und den Gewerkschaften einen langen Atem und am Ende vor allem auch viel Erfolg. Am Anfang der Pandemie waren die Beschäftigten noch Heldinnen und Helden. Jetzt in den Tarifverhandlungen geht es eben nicht mehr um Wertschätzung, sondern jetzt geht es nur noch um die Kosten. Und das können die Beschäftigten zu Recht nur sehr schwer nachvollziehen. Sie haben doch in der Pflege, in der Familienhilfe, in betreuten Wohnungen, in den Gesundheitsbehörden, in der Flüchtlingsarbeit, in Wohngruppen alles versucht, um die Menschen in dieser schwierigen Zeit nicht alleine zu lassen. Diese Arbeit ist wertvoll, sie ist unverzichtbar, muss deswegen aufgewertet werden. Und Aufwertung und Wertschätzung bedeutet auch, die Beschäftigten angemessen, fair und gerecht zu entlohnen. Bei den Tarifverhandlungen geht es aber nicht nur um die Corona-Zeit. Es geht auch ganz grundsätzlich darum, dass der öffentliche Dienst als Arbeitgeber attraktiv ist. Wir brauchen gerade im sozialen Bereich gute und motivierte Beschäftigte. Und deshalb darf es nicht sein, dass beispielsweise Pflegehilfskräfte auf einen Zweitjob angewiesen sind, um über die Runden zu kommen. Und es darf nicht sein, dass 30 Jahre nach der Einheit in ostdeutschen Kommunen immer noch länger gearbeitet werden muss als im Westen. Das muss sich unbedingt ändern. Und schließlich darf es auch nicht sein, dass im öffentlichen Dienst Arbeitsverträge immer noch überproportional häufig befristet werden. Gerade junge Menschen werden lange hingehalten, und sie wechseln dann natürlich in die Privatwirtschaft. Mit Blick auf den demografischen Wandel und auch auf die Altersstruktur im öffentlichen Dienst ist das fatal. Und deshalb habe ich auch vor kurzem bei der Bundesregierung noch mal nachgefragt, wann denn eigentlich das Gesetz zur sachgrundlosen Befristung kommt. Die Antwort war eindeutig, auch wenn es versprochen war, ein Gesetz wird es in dieser Legislaturperiode nicht mehr geben. Hier fehlt einfach der politische Wille, ich denke, von der Union, und das ist bitter. Wir bleiben dabei, für die Beschäftigten bedeutet die sachgrundlose Befristung Willkür und ein hohes Maß an Unsicherheit. Die Menschen aber brauchen soziale Sicherheit, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Mein Fazit: Die Arbeitgeber müssen jetzt einen sehr guten Tarifvertrag abschließen, und Sie, die Regierungsfraktion, müssen endlich die sachgrundlose Befristung abschaffen. Beides wäre wichtig für den öffentlichen Dienst. Vielen Dank. Liebe Frau Kollegin Müller-Gemmicke, nachdem Sie
gestern trotz ihres bedeutenden Geburtstages diese Rede vorbereitet haben, spricht alles dafür, dass Sie eine echte Vollblutpolitikerin sind. Alles Gute nachträglich zu Ihrem runden Geburtstag. Ja, für Beate Müller-Gemmeke, die gestern übrigens auch schon beglückwünscht wurde von dem einen oder anderen hier im Plenarsaal, jetzt nochmal von Hans-Peter Friedrich, dem Bundestagsvizepräsident, nachträglich die besten Wünsche. Da schließen wir es natürlich gerne an. Philipp Amthor jetzt für die Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist richtig, Applaus allein genügt nicht. Es ist aber ebenso richtig, und da sollten wir keinem falschen Eindruck erliegen, dass unsere Regierungskoalition für deutlich mehr als für Applaus ist, nämlich für einen starken öffentlichen Dienst. Und ganz in diesem Sinne führen wir heute auch diese Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig ist es aber so, dass der Antrag der Linksfraktion zwei Fehler hat. Er kommt zur falschen Zeit und er kommt auch am falschen Ort. Ich möchte Ihnen sagen, es ist berechtigt und es ist legitim, dass man sich einsetzt für die Wertschätzung insbesondere derjenigen, die in diesen Krisenzeiten unseren Staat, unsere Gesellschaft am Laufen halten. Und ich finde es auch als ostdeutscher Abgeordneter sehr richtig, dass man sich im 30. Jahr der deutschen Einheit dafür einsetzt, Unterschiede zwischen Ost und West zu nivellieren. Aber der falsche Ort und die falsche Zeit ist es trotzdem, denn wir sind mitten in Tarifverhandlungen, die der Bund, die Kommunen und die Gewerkschaften führen. Und der Bundestag ist der falsche Ort für diese Tarifverhandlungen, denn sie sind nicht Angelegenheit des Parlaments. Man kann hier über alles diskutieren, aber für uns steht die Tarifautonomie im Vordergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist für uns natürlich auch wichtig, dass diese Verhandlungen abgewogen, ausgewogen geführt werden. Und Sie machen sich ziemlich leicht. Sie sagen, ja, stimmt doch einfach den Forderungen der Gewerkschaft zu. Und da muss ich sagen, da blenden Sie natürlich einen Punkt ganz entscheidend aus, dass es nämlich darum geht, dass der Bund und die Kommunen eben nicht nur ein großes Herz haben, sondern auch berechtigte Anliegen solider Staatsfinanzen. Und auch wenn in Ihren Wunschvorstellungen das Geld aus dem Füllhorn kommen mag, ist für uns klar, wir agieren hier mit dem Geld der Steuerzahler, das nicht vorschnell nach unserem Belieben verteilt werden soll, sondern dass wir treuhänderisch in der Verantwortung haben, auch für künftige Generationen. Und darauf müssen wir setzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gerade weil wir das ernst nehmen, wissen wir auch, wahrscheinlich werden nicht alle Wünsche erfüllt werden. Auch weil wir in einer besonderen Situation sind. Wir bewegen uns in einer ernsthaften wirtschaftlichen Krise. Wir haben in den letzten Monaten hier schwere Hypotheken auch für die Zukunft schon aufgenommen. Und ich will Ihnen ganz deutlich sagen, der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, den wir finden, den müssen wir dann auch erklären, den Klein- und Kleinstunternehmern, den Mittelständlern in unseren Wahlkreisen, die im Moment Mitarbeiter in Kurzarbeit haben, die nicht sichere Jobs haben wie im öffentlichen Dienst, die um ihre Jobs fürchten. Und ich glaube, diese Abwägung müssen wir verlangen. Und das ist ganz wichtig. Da sage ich, Maß und Mitte muss in dieser Tarifrunde für uns der Ausgangspunkt sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, Maß und Mitte, eine Diskussion der Tarifpartner, das ist die richtige Tonlage. Und Arbeitskampfrhetorik ist, glaube ich, nicht das, was dieser Diskussion jetzt hilft, sie sachlich am Verhandlungstisch zu führen. Das ist unser Anspruch und darauf wollen wir setzen. Aber ich sage Ihnen eines, was mich an Ihrem Antrag besonders gestört hat, ist nicht mal, dass man jetzt die Tarifverhandlungen zum Anlass nimmt, um dort politische Akzente zu setzen. Das ist alles schön und gut, das kennen wir von Ihnen. Was mich aber stört, ist, dass Sie dieses Märchen bedienen vom schlechten Verhältnis von Bund und Kommunen und hier erzählen, die Kommunen seien unterfinanziert durch den Bund. Da kann ich Ihnen nur sagen, diesen Märchen müssen wir klar entgegentreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie sollten sich fragen, wenn Sie dann davon reden, von einer chronischen Unterfinanzierung der Kommunen, wen Sie mit diesem Vorwurf eigentlich adressieren. Ich kann Ihnen sagen, zuständig für die Finanzierung der Kommunen sind die Länder. Da sollten Sie mal mit Ihren Länderchefs reden, mit Herrn Ramelow zum Beispiel, aber sicherlich nicht mit dem Deutschen Bundestag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben hier Akzente gesetzt wie keine Koalition zuvor. Wir haben erst
in den letzten Monaten, jetzt im vergangenen Monat, das Grundgesetz wieder geändert, um über Gebühr und über die Erwartung der Finanzverfassung hinaus die Kommunen besonders in der Corona-Lage zu unterstützen. Wir haben, nur um ein paar Zahlen zu nennen, die Kommunen entlastet bei Umsatzsteuermitteln KDU und SGB II seit 2017 jährlich ungebunden mit 3,4 Milliarden, insgesamt im Sozialbereich strukturell mit 20 Milliarden. Weitere Stichworte: gute Kita, sozialer Wohnungsbau, ÖPNV, Ganztagsschule. Das ist die Leistung dieser Regierungskoalition. Und wenn man eine besser finanzierte kommunale Seite will, da hilft vor allem eine: weniger linke Landräte, weniger linke Landesminister, sondern der Kurs, den wir machen, nämlich einen für starke Kommunen. Und genau das werden wir auch fortsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der nächste Redner macht sich bereit. Es ist für die AfD-Fraktion der Kollege Martin Sichert. Herr Präsident, meine Damen und Herren, 15 Millionen Nettosteuerzahler in Deutschland bezahlen jede Ausgabe, die wir hier beschließen. Geld wächst nicht auf Bäumen. Geld muss hart erarbeitet und verdient werden. Die Linken fordern, dass die 15 Millionen Nettosteuerzahler, die weltweit schon die höchsten Abgaben und Steuern zahlen müssen, doch bitte noch stärker belastet werden, damit der Staat mehr Geld bekommt und mehr Geld von der freien Wirtschaft in die staatliche Bürokratie fließt. Es geht in diesem Antrag nur am Rande um die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die selbstverständlich ein Gehalt verdient haben, das ihrer Leistung gerecht wird. Es geht in diesem Antrag vor allem um Sozialismus. Das zeigt sich auch darin, dass man auf Kosten der Steuerzahler dauerhaft die Kommunen mit noch mehr Steuergeld ausstatten möchte und anstelle von Tarifverhandlungen die Gewerkschaften künftig definieren sollen, welcher Lohn denn gezahlt wird. Es ist eine grundsätzliche Frage, die sich in diesem Antrag zeigt und die sich jede Gesellschaft stellen muss. Wollen wir in einer freiheitlichen oder einer sozialistischen Gesellschaft leben? Sozialismus ist grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, weil er Leistung und Eigeninitiative bestraft. Sozialismus wird aber von den Herrschenden oft angestrebt, weil er ihnen die volle Kontrolle über die Bevölkerung ermöglicht und ihnen uneingeschränkte Macht verleiht. Sozialismus bedeutet am Ende immer Armut für alle, weil durch staatliche Lenkung der Wirtschaft, wie in diesem Antrag, und durch massive Bürokratie jegliche Wettbewerbsfähigkeit verloren geht. Meine Kollegen und ich wurden vor 3 Jahren in den Bundestag gewählt, weil immer mehr Bürger erkannt haben, dass Freiheit und Wohlstand massiv gefährdet sind. Und die Unverfrorenheit, mit der Sie hier gemeinsam Freiheit und Wohlstand vernichten, um dem Traum des absoluten Sozialismus näher zu kommen, die ist tatsächlich unfassbar. Nicht nur ich, auch viele Mitbürger fühlen sich inzwischen an 1933 erinnert. Im Frühjahr hat man eine Notlage ausgerufen, mit der man über Verordnungen alle Grundrechte außer Kraft setzen kann. Nach Aussage von Herrn Drosten aktuell gibt es Überlegungen, diese Notlage auf ewig zu verlängern. Spätestens wenn das geschieht, gibt es keinerlei Unterschied mehr zwischen einer epidemischen Notlage nationaler Tragweite und Hitlers Ermächtigungsgesetz von 1933. Die Opposition gegen die Einschränkung der Bürgerrechte wird seit Jahren systematisch ausgegrenzt und sozial geächtet. Alle großen Medien haben jegliche Neutralität verloren und agieren wie Handlanger der Regierenden. Bürger werden dazu aufgerufen, andere öffentlich bloßzustellen oder gar zu melden, die sich nicht an jede Regelung halten, egal wie schwachsinnig sie sein soll. Und letzte Woche hat hier im Bundestag die SPD-Abgeordnete Tack unter dem Applaus von SPD und Union eine Rede gehalten, bei der es mir eiskalte Schauer über den Rücken gejagt hat. Sie hat wortwörtlich gesagt, ich zitiere: "Deswegen ist diese ganze Mär vom schlanken Staat, wie wir sie in den letzten Jahren immer wieder gehört haben, jetzt, denke ich, auch nur noch von Traumtänzern aufrechtzuerhalten. Und wir hoffen sehr, dass wir diese Debatte jetzt endlich überwinden und sagen können, nur ein handlungsfähiger, starker und sozialer Staat ist in der Lage, auf Krisen mit Schutz und Sicherheit für die Menschen und die Unternehmen in diesem Land adäquat zu reagieren. Deshalb ist es gut, dass wir ihn stark gehalten und noch gestärkt haben. Den schlanken Staat als Traumtänzerei, den starken Staat als Ziel. Bei dieser Rede hätte jeder Diktator der Welt begeistert Applaus geklatscht. Wenn hier unter Ihnen jemand ist, der noch einen Funken Anstand und Verantwortungsbewusstsein hat, schließen Sie sich uns an, lassen Sie uns den vorgezeichneten Weg in eine sozialistische Gesellschaft beenden,
geben wir stattdessen den Menschen Freiheit und Eigenverantwortung zurück. Vielen Dank. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss auch Meinungen aushalten, die man nicht teilt. Bitte, bitte wirklich darum, dass man uns zuhört. Man muss das nicht, man muss das nicht teilen, aber in diesem freien Parlament müssen auch Meinungen möglich sein, die der Mehrheit nicht gefallen. Der Kollege Bernd Rützel hat das Wort für die SPD. Die Rede von Martin Sichert. Jetzt hören wir mal, was Bernd Rützel sagt für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rede soeben von Herrn Sichert von der AfD in Bezug auf die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, das müssen die 4 Millionen Menschen beantworten und angucken, die derzeit für bessere Löhne streiten. Aber 82 Millionen Menschen in Deutschland, die wissen und sollten wissen, dass es die Sozialdemokraten waren, mit Otto Wels an der Spitze hier im Deutschen Bundestag, die gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, die gekämpft haben und ihr Leben dafür riskiert haben. Und solch eine Rede in einem solchen Kontext zu bekommen über Tarifverhandlungen, das gehört sich nicht. Und ich bitte Sie, das einfach noch einmal nachzudenken und solche Dinge auch nicht zu vermischen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als überzeugter Gewerkschafter will ich grundsätzlich sagen, Tarifverhandlungen gehören in die Hände der Sozialpartner. Tarifautonomie, das ist ein ganz, ganz hohes Gut, und die Mütter und die Väter des Grundgesetzes haben das auch im Artikel 9 manifestiert. Aber gerade bei diesen laufenden Verhandlungen ist ja der Arbeitgeber die öffentliche Hand, der Staat, und deswegen sollten wir schon was tun. Deswegen bin ich auch dankbar an die Partei Die Linke, die diesen Antrag eingebracht hat, dass wir heute darüber diskutieren können. Und ich bin auch sehr froh, dass, oder andersrum, es wäre schön, wenn auch der zuständige Minister, der Horst Seehofer, dieser Debatte zuwohnen könnte. Dann würde er auch sehen, wie die Zusammenhänge sind. Ich bin froh, dass der Hubertus Heil, zumindest war er gerade noch hier, da sitzt der Hubertus Heil, unser Sozialminister, da ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tarifverhandlung öffentlicher Dienst, das hört sich abstrakt an. Aber was verbirgt sich denn dahinter? Es sind die 3-4 Millionen Menschen, die den Bus fahren, die Straßenbahn fahren, die S-Bahn fahren, die unseren Müll wegbekommen, die im Ordnungsamt arbeiten, die im Gesundheitsamt arbeiten, die Leute in den Verwaltungen, in den Arbeitsagenturen, in den Jobcentern, die Beschäftigte bei der Polizei, in Rettungsdiensten, die in Zivil- und Katastrophenschutz tätig sind, die vielen Erzieherinnen und Erzieher und viele Menschen in der Pflege und im Gesundheitswesen, auf die geht dann Heike Behrens auch noch einmal in ihrem Redebeitrag ein. Es sind all diese Applausberufe, und diese Menschen haben viel, viel mehr verdient. Und wenn sich jetzt jemand hinstellt, die Hüter derjenigen, die einen schlanken Staat fordern und sagen jetzt, Applaus ist gut, aber jetzt muss es eine Nullrunde geben, das ist eine Frechheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben doch gesehen, dass gerade in Krisenzeiten, aber grundsätzlich immer, ein starker Staat, ein starker Sozialstaat gebraucht wird. Und diese Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die halten diesen Sozialstaat zusammen. Und liebe Beate Müller-Gemmerke, sei versichert, dass die SPD bis zum Ende der Legislatur, so wie es im Koalitionsvertrag steht, vehement und stark dafür eintritt, dass die sachgrundlose Befristung zurückgedrängt wird. Dafür bin ich auf die Straße gegangen, 86, und das will ich auch hier vollenden. Drei Dinge sind mir wichtig. Erstens, es muss eine kräftige Lohnerhöhung geben. Zweitens, 800.000 Kräfte gilt es, die nächsten 10 Jahre im öffentlichen Dienst zu ersetzen. 800.000. Dafür muss er attraktiv sein, das hat Thomas Hitschler gesagt. Und drittens,
Wir müssen die Leute auch schützen. Es werden sehr viele angegangen. Körperliche Gewalt erfahren sie. Sie werden beleidigt, beschimpft, aber auch am Leib und Leben bedroht. Deswegen brauchen wir Gesetze, Schulungen, mehr Personal und vor allem von uns allen. Die Politik alleine schafft das nicht, müssen wir alle tun. Wir können anfangen damit, dass demnächst, wenn gestreikt wird, wird es auch gut finden, die Leute unterstützen und die Solidarität haben. Vielen Dank. Sagt für die Sozialdemokraten Bernd Rützel und ist die Kollegin der Arbeitsminister Westig, Hubertus FDP. Heil, der hatte sich zwischenzeitlich zu seiner Fraktion gesetzt und Sie sehen jetzt wieder auf die Regierungsbank zurück. Auch das ist in diesen Zeiten ja nicht so einfach, weil auch in den Fraktionsbänken ja immer Abstand gehalten werden muss, auch auf der Regierungsbank nach wie vor. Herr Präsident, Nicole Westig jetzt liebe die nächste Kolleginnen Rednerin und Kollegen, für die Linke. Verzeihung, wir für die alle FDP. Hier sind uns einig. Beschäftigte in Kliniken oder Kitas, im Gesundheitswesen generell, ganz gleich ob öffentlich oder privat, sie alle müssen fair und angemessen bezahlt werden. Es war der großartige Einsatz der Beschäftigten in den systemrelevanten Bereichen, der uns bislang vergleichsweise gut durch die Pandemie gebracht hat. Dafür sind wir alle zu Dank verpflichtet. Und ja, auch darin sind wir uns einig, bloßer Applaus reicht nicht. Aber, meine Damen und Herren, was auch nicht reicht, das ist die monetäre Seite des Applauses in Form der einmaligen Corona-Prämie. Chaotisch in der Darreichung, Steuerfreiheit bis heute nicht eindeutig geklärt. Wir Freien Demokraten fordern seit langem eine spürbare steuerliche Entlastung für kleine und mittlere Einkommen. Denn von Steuererleichterungen hätten nicht nur die Beschäftigten im öffentlichen Dienst etwas. Und da möchte ich anschließend zum Anfang, der richtige Zeitpunkt für Steuererleichterungen, der scheint in diesem Parlament auch irgendwie nie gegeben zu sein. Auch der Kassierer im Supermarkt oder die Altenpflegerin eines ambulanten Dienstes hätten durch weniger Steuern mehr Geld im Portemonnaie. Dafür zu sorgen, das wäre die Aufgabe der Bundesregierung und nicht etwa in laufende Tarifverhandlungen einzugreifen und sich auf eine Seite zu stellen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf nicht unser Verständnis von Tarifautonomie sein. Doch zurück zu den Betroffenen, insbesondere den Pflegenden. Diese wünschen sich eben nicht nur mehr finanzielle Anerkennung, sondern auch dringend bessere Arbeitsbedingungen. Mehr Kolleginnen und Kollegen, damit die Arbeit auf mehreren Schultern verteilt wird und mehr Zeit für Zuwendung bliebe. Und das Pflegepersonalstärkungsgesetz hat eben gezeigt, dass es nicht ausreicht, zusätzliche Stellen zu finanzieren, wenn diese Stellen dann nicht besetzt werden können. Auch der vorliegende Antrag fordert die Finanzierung von mehr Personal, ohne zu sagen, wo das herkommen soll. Pflegende wollen verlässliche Dienstpläne und nicht ständig aus dem Frei geholt werden. Einige Kliniken wirken dem bereits mit kreativen Ideen wie einem flexiblen Personalpool entgegen. Hier müssen wir ansetzen. Und auch die betriebliche Gesundheitsförderung sollte weiter ausgebaut werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Applaus allein genügt nicht. Wenn wir Beschäftigte nicht nur im öffentlichen Dienst, insbesondere Pflegende, behalten und gewinnen, ihnen die Anerkennung verschaffen wollen, die sie verdienen, braucht es weitaus mehr. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Für die so, Fraktion nächster Redner, die Linke, Pascal Meister. Pascal Meister. Für die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst, beim Bund und den Kommunen kämpfen zurzeit um eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Und dafür haben sie aus meiner Sicht die größtmögliche Unterstützung, die man sich nur vorstellen kann, mehr als verdient. Denn diese Beschäftigten, das sind diejenigen, die bei der Stadtreinigung jeden Tag unser aller Müll entsorgen, das sind die Krankenpflegerinnen in den Krankenhäusern, die Erzieher in den Kitas oder diejenigen, die in den Arbeitsagenturen einem großen Kraftakt dafür gesorgt haben, dass Millionen Menschen ihr Kurzarbeitergeld erhalten haben. Sie alle und noch viele mehr, Sie haben dafür während der Corona-Pandemie viel Applaus erhalten. Und das zu Recht.
Und ich wünsche mir wirklich, dass Sie alle erfahren, wie verächtlich insbesondere die AfD heute über Sie und Ihre Arbeit hier gesprochen hat. Doch von Applaus alleine kann man weder seine Familie ernähren noch seine Miete bezahlen. Ja, getroffene Hunde bellen. Und ich war in den vergangenen Tagen persönlich auf mehreren Streikkundgebungen. Ich kann Ihnen sagen, viele von diesen Heldinnen und Helden des Alltags haben die Schnauze gestrichen voll, wie jetzt mit ihnen umgesprungen wird. Wenn sich der Verhandlungsführer der kommunalen Arbeitgeber, der Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mettke, leider von der SPD, hinstellt und sinngemäß sagt, die Beschäftigten sollten froh sein, dass sie in der aktuellen Krise nicht gekündigt würden, dann ist das einfach eine Respektlosigkeit ohnegleichen. Und wenn die Arbeitgeberseite es auch noch nach mehreren Wochen und zwei Verhandlungsrunden nicht hinbekommt, überhaupt nur ein Angebot vorzulegen, ja, wenn sie es jetzt sogar faktisch mit Lohnkürzungen droht, dann ist es ein Schlag ins Gesicht all derer, die im öffentlichen Dienst den Laden in den letzten Monaten am Laufen gehalten haben. Und deshalb sage ich auch hier klipp und klar, die Verantwortung für die Warnstreiks der letzten Wochen, die damit für viele Bürgerinnen und Bürger einhergehenden Unannehmlichkeiten, die trägt einzig und allein die Arbeitgeberseite und damit auch Herr Minister Seehofer als Verhandlungsführer des Bundes. Nun argumentieren die Kommunen aber ja damit, dass ihnen aufgrund der Corona-Krise das Geld für Lohnerhöhungen fehle. Sie aber, meine Damen und Herren von der Koalition, haben ja auch heute hier wieder behauptet, Sie hätten den Kommunen die Corona-bedingten Lasten abgenommen. Ja, was stimmt denn nun, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU und der SPD? Entweder Sie stellen sich jetzt hier hin und sagen, die Kommunen sagen die Unwahrheit und sollen in den laufenden Tarifverhandlungen endlich ihre Blockadehandlung aufgeben, oder aber Sie haben der Öffentlichkeit bisher Sand in die Augen gestreut. Da müssen Sie jetzt aber auch dafür sorgen, dass die Kommunen tatsächlich alle finanziell so abgesichert werden, dass sie anständige Lohnerhöhungen auch über den Tag hinaus finanzieren können. Und wenn Sie nicht wissen, wie Sie das finanzieren sollen, holen Sie das Geld einfach dort, wo es ist, bei den Milliardären und Multimillionären in unserem Land. Wir haben gestern wieder erfahren, auch die sind in der Krise reicher geworden und haben genug, um abzugeben. Klar ist, die Verantwortung dafür, wie es mit dem öffentlichen Dienst nicht nur beim Bund, sondern den Kommunen weitergeht, trägt in diesen schwierigen Zeiten ganz zuvorderst die Bundesregierung. Und deswegen sind auch Ihre Hinweise auf die Tarifautonomie hier völlig fehl am Platz. Denn das Besondere am öffentlichen Dienst ist doch, dass der Staat, die Bundesregierung und ja die Politik mit am Verhandlungstisch sitzt. Das unterscheidet Sie doch von der Privatwirtschaft. Und deswegen ist es doch auch tatsächlich so, dass wir hier darüber diskutieren müssen, was der richtige Weg ist, wie die Bundesregierung mit den Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst umgeht. Und die Linke garantiert, wir stehen weiterhin an Ihrer Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Pascal Meiser hier natürlich bekommt den Applaus seiner Fraktion. Die Linke hat ja diesen Antrag vorgelegt. Bessere Entlohnung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Forderungen liegen ja auf dem Tisch, sind häufig ja schon angesprochen worden. Hören wir weiter in der Aussprache jetzt Stefan Schmidt für Bündnis 90 Die Grünen, der Sprecher für Kommunalfinanzen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, heute Abend 19 Uhr applaudieren für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Sicherlich haben auch Sie solche Nachrichten bekommen während des Lockdowns. Eine schöne Aktion. Aber schon damals habe ich mir ein bisschen gedacht, Mensch, Applaus allein reicht nicht. Es gibt noch eine wichtigere Form der Anerkennung, nämlich höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Und mit den Tarifverhandlungen jetzt können den warmen Worten endlich Taten folgen. Denn Corona hat den öffentlichen Dienst ins Scheinwerferlicht gerückt. Das ist gut für die Beschäftigten und höhere Löhne sind auch gut für die Binnennachfrage und damit für die Konjunktur und damit für uns alle. Höhere Löhne kosten die öffentliche Hand aber selbstredend auch viel Geld. Das ist gerade in diesen Zeiten eine große Herausforderung, insbesondere für die Städte und Gemeinden. Wenn eins darf nicht vergessen werden, Sie haben zurzeit historische Einnahmeausfälle und hohe Mehrausgaben. Vor diesem Hintergrund muss mehr vom Bund und vor allem von den Ländern kommen, denn die Unterschiede in der Finanzausstattung einzelner Kommunen nehmen zu und das nicht erst jetzt, sondern schon auch vor der Krise. Wir Grüne setzen uns ein dafür, für gute Lebensbedingungen überall. Was bedeutet das konkret?
Wir brauchen eine Altschuldenhilfe für die Kommunen endlich. Wir brauchen eine Gemeindefinanzreform, die die Mitteltransfers zwischen Bund, Ländern und Kommunen auf sinnvolle Weise neu sortiert. Wir müssen aufräumen mit dem Förderdschungel und wir müssen kurzfristig für Städte und Gemeinden Planbarkeit herstellen, zum Beispiel indem wir klar machen, wie es mit den Steuerausfällen nach 2020 weitergehen soll. Also nutzen wir die Chance, statten wir die öffentlichen Arbeitgeber so aus, dass sie auch Politik machen können, und geben wir den Beschäftigten ein deutlich größeres Stück vom Kuchen, denn die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes müssen unsere besondere Anerkennung haben. Und da kann ich an dieser Stelle jetzt nur sagen, vielen herzlichen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz und für die geleistete Arbeit und alles Gute für die Verhandlungen und faire Ergebnisse wünsche ich mir da für uns alle gemeinsam. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Der nächste Redner ist der Kollege Alexander Kraus für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Wertschätzung im öffentlichen Dienst zeigt sich in der Tat nicht nur mit Worten, was wir jetzt ganz gut hinbekommen haben, sondern eben auch mit den Taten. Und da kann man einfach mal schauen, wie die Bundesländer, und in den Bundesländern wird ja unterschiedlich regiert, mit ihren eigenen Beamten und Beamtinnen umgehen. Da gibt es eine sehr schöne Statistik des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Da liegt der Bund ganz gut, wie er seine Beamten bezahlt. Und es gibt nur zwei Bundesländer, die besser bezahlen als der Bund. Das ist der Freistaat Bayern und das ist der Freistaat Sachsen, zwei unionsregierte Länder. Also Taten, Taten, meine sehr geehrten Damen und Herren, darauf kommt es an. Aber Geld ist nicht alles. Ich will das ganz deutlich sagen. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber hinter seinen Leuten steht. Und die Kernfrage ist, stärkt die politische Führung eines Landes ihren Polizisten den Rücken oder fällt sie den eigenen Polizisten in den Rücken? Denn die Polizisten sind eine ganz, ganz wichtige Gruppe im öffentlichen Dienst, die dafür sorgen, dass dieser Staat funktioniert. Und da sind wir alle gefordert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, täglich werden in unserem Land über 100 Staatsdiener, Polizistinnen, Polizisten angegriffen. Jeden Tag über 100. Das kann uns nicht kalt lassen. Polizisten halten Leib und Leben hin für unsere Freiheit. Ich denke dann an verschiedene Ereignisse, Leipzig-Konnewitz, G20-Gipfel in Hamburg, knapp 700 Polizisten von Linksextremisten verletzt. Da kommt dann der grüne Landesvorsitzende aus Sachsen hin und sagt, die Gewalt ging von den Polizisten aus. 700 verletzte Polizisten. Wo der Hamburger Polizeichef sagt, diese Angriffe hatten die Qualität eines Terrorangriffs, weil man Gehwegplatten aufs Dach gelegt hat, wo man Polizisten auch schlagen wollte. Oder Leipzig, ein ganz eklatantes Beispiel, da bitte ich jetzt mal die Linken ums Zuhören. Da forscht eine linken Landtagsabgeordnete aus, wie stark sind die Polizeireviere in Leipzig-Konnewitz besetzt, damit man weiß, wie ist die Polizeistärke, wie ist die Bewaffnung. Damit man dann genau weiß, wann man dieses Polizeirevier überfallen kann. Zu Silvester gab es Ausschreitungen von Linksextremisten in Leipzig mit ganz vielen verletzten Polizisten, wo mit größtmöglicher Brutalität vorgegangen worden ist, menschenverachtend durch ihre Leute gedeckt und unterstützt. Sie haben die Polizisten dann noch verantwortlich gemacht für die Gewalt. Sie haben null Respekt für die Arbeit der Polizisten. Null Respekt. Und dann kommen ihre Linksfreunde dort auch noch aus Leipzig her und fordern die Abschaffung der Polizei. Das setzt dem wirklich noch die Krone auf. Sie können Ihren Fraktionskollegen übrigens fragen, der Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Leipzig ist. Da wird dann gefordert, dass auf Staatskosten, auf Stadtkosten ein Graffiti angebracht wird, no cops, keine Polizisten. Das ist der Hintergrund, das ist Ihre Denke. Sie treten den Polizisten richtig in den Hintern mit Ihrer Politik, die Sie betreiben. Und da können die Polizisten ihre Debatte, die sie heute ausgeholt haben, wo sie sich als Vorkämpfer für den öffentlichen Dienst erweisen, aber auf der Straße, wenn die Polizisten auf der Straße stehen, dann treten sie denen kräftig in den Rücken, beschimpfen die Polizisten, sie unterstützen die linksradikalen Gewalttäter in der ganzen Bundesrepublik. Das müssen die Beamten wissen und deswegen haben die null Vertrauen zu ihr als Linkspartei. Leider, es gehört leider zur Wahrheit dazu, ist Leipzig oder Hamburg kein Einzelfall. Schauen wir uns das Polizeigesetz in Berlin an, von Rot-Rot-Grün.
Es geht um die Wertschätzung für Polizisten. Gucken wir uns das Polizeigesetz in Berlin an. Da haben dann die anderen Innenminister gesagt, wir schicken nur Polizisten nach Berlin, wenn klar ist, dass das Polizeigesetz für unsere Polizisten nicht gilt, weil sie ein Misstrauen den Polizisten aussprechen. Sie haben eine Beweislastumkehr gemacht, indem der Polizist nachweisen muss, dass er niemanden wegen seines Aussehens zum Beispiel diskriminiert hat. Nicht der andere muss nachweisen, dass der Polizist eine Straftat gemacht hat, sondern der Polizist muss nachweisen, dass er nicht straffällig geworden ist. Was ist das denn für eine Respektlosigkeit gegenüber den Polizistinnen und Polizisten hier in Berlin? Und meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das gehört zur Wahrheit, muss gesagt werden, wenn die SPD-Parteivorsitzende von latentem Rassismus bei der Polizei spricht, dann ist das leider auch ein Problem. Weil ich finde, gerade von den großen Volksparteien kann man erwarten, dass wir uns hinter die Polizei stellen, weil die ihren Rücken für uns hinhalten. Und die allergrößte Mehrzahl unserer Polizisten steht treu zu dem Gesetz, stehen für unseren Staat ein. Und deswegen haben sie unsere volle Rückendeckung verdient. Das hat nicht nur was mit anständigem Gehalt zu tun, meine sehr geehrten Damen und Herren, sondern es hat was mit Respekt und Anerkennung der Arbeit der Polizei zu tun. Und da können Sie auf der Seite der Linken ganz viel dazulernen, wie Sie das noch besser hinbekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alexander Kraus war das für die Unionsfraktion. Die Kollege Heike Behrens hat das Wort für die SPD. Und die nächste Rednerin wird sein Heike Behrens. Für die SPD-Fraktion ist die Pflegebeauftragte der Fraktion und wird sich hier nochmal diesem Aspekt widmen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zurück zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Denn in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes geht es ganz zentral um das Thema Pflege. Denn der TVÖD ist der Leittarif für die Pflege, nicht nur für die kommunalen Krankenhäuser und die Universitätskliniken oder die kommunalen Pflegeeinrichtungen. Nein, insgesamt orientieren sich die Anbieter in der Pflege und vor allem die großen Anbieter wie Diakonie und Caritas am TVÖD und legen oft noch etwas drauf. Darum brauchen wir jetzt gute Fortschritte bei diesen Tarifverhandlungen. Ordentliche Tarife brauchen wir im öffentlichen Dienst und überall da, wo wichtige Aufgaben im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrgenommen werden. Gute Bezahlung in der Pflege gelingt nur über verbindliche Tarife und über eine Stärkung der Arbeitnehmervertretungen in den Tarifverhandlungen. Und deshalb appelliere ich an alle, die in der Pflege arbeiten, egal wo und in welchen Berufen, werdet Mitglied bei Verdi, stärkt die Verhandlungsbasis der Gewerkschaften in der Tarifrunde und für die Zukunft. Nur so kann dem Präsidenten des Arbeitgeberverbandes, des BPA, die Argumentationsgrundlage entzogen werden. Wenn Herr Brüderle immer noch sagt, unsere Mitarbeiter wollen keine Tarife, da irrt er. Und deshalb sage ich, werdet Mitglied in den Gewerkschaften und vertretet eure Interessen nachhaltig. Die Metall- und Elektroindustrie zeigt es seit Jahrzehnten. Wo es viel Tarifbindung gibt, gibt es bessere Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Und das ist der Schlüssel, mehr Personal zu gewinnen für eine gute Pflege. Wir als SPD haben die Voraussetzungen für einen Pflegetarifvertrag geschaffen. Unser Bundesminister Hubertus Heil hat dafür gekämpft, das Gesetz für bessere Löhne tatsächlich auf den Weg zu bringen. Jetzt kann es gelingen, aber da sind eben auch die Arbeitgeber gefragt. Nicht per Gesetzentwurf, aber aus der Bild am Sonntag konnten wir entnehmen, dass auch unser Gesundheitsminister jetzt dafür plädiert, Tarifbezahlung muss in der Pflege Standard werden. Gut, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind. Gerade weil ein Pflegetarif in greifbare Nähe gerückt ist, müssen wir ein zweites Ziel erreichen, das uns als SPD besonders wichtig ist, nämlich die Eigenanteile in der Pflege müssen gedeckelt werden. Auch das hat der Minister jetzt verstanden. Doch seine Finanzierungsvorschläge überzeugen nicht.
circa, ja, jetzt geht es um den Gesundheitsminister, denn circa 9 Milliarden Euro liegen im Pflegevorsorgefonds brav und 37,6 Milliarden Euro bei der privaten Pflegeversicherung auf der hohen Kante. Und da muss nicht zuallererst in die Taschen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gegriffen werden. Wir wollen gute Tarifgehälter für alle, die in der Pflegebranche arbeiten. Und deshalb stehen wir solidarisch an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Tarifrunde. Und wir wollen gute Pflege für alle, die auch bezahlbar ist für alle. Und darum streiten wir als SPD für eine Pflegereform, die die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen begrenzt und die Finanzierung der Pflegeversicherung solidarisch umgestaltet. Vielen Dank. Heike Behrens war das, die hier nochmal natürlich den Aspekt Pflege beleuchtet hat, die Angestellten beispielsweise in Krankenhäusern etc. Emmy Zollner, jetzt die letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt für die Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Behrens, die Arbeit, die muss der Hubertus Heil dann schon noch selbst machen. Die kann der Jens Spahn ihm nicht abnehmen. Aber statt ein Blick in die Bild-Zeitung würde da tatsächlich auch ein Blick in den Koalitionsvertrag oder in die konzertierte Aktion Pflege reichen, weil da ist nämlich als Union mit der Union geeint, dass wir natürlich selbstverständlich hinter diesem Thema stehen. Aber zum Thema, liebe Fraktion Die Linke, ich frage mich manchmal, was wollen Sie eigentlich noch mehr? Vor genau einer Woche hier an diesem Platz, da stand der Bundesinnenminister Horst Seehofer, der bekannterweise der letzte echte Sozialdemokrat des Freistaats Bayern ist, und hat gesagt, zu den aktuellen Tarifverhandlungen seien Sie gespannt. Und da muss ich natürlich sagen, wir, da haben Sie recht, wir sind gespannt. Aber natürlich weiß auch unser Bundesinnenminister, gerade nach den letzten Monaten, dass es nicht bei einem reinen Applaus für unsere Beschäftigten im öffentlichen Dienst bleiben kann. Aber glauben Sie mir auch, wir haben die Krise vielleicht gebraucht, einen breiten gesellschaftlichen Konsens dafür zu bekommen, dass die Produktion von Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Masken, die aus Lohnkostengründen ins Ausland verlagert wurden, wieder zurück nach Deutschland geholt werden muss. Aber wir haben die Krise sicher nicht gebraucht, um zu erkennen, was unser öffentlicher Dienst tagtäglich leistet. Seien es die Männer und die Frauen der Müllabfuhr, seien es die Pflegekräfte, Kindergärtnerinnen oder die Personengruppe, die Sie immer wieder bewusst nicht in Ihren Anträgen erwähnen, unsere Polizistinnen und Polizisten von Bund und Land. Und deswegen haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den letzten Jahren, haben wir sie eben auch schon vor der Krise immer wieder, haben sie Tarifsteigerungen erhalten. Aber es ist schon bezeichnet, wenn Sie in Ihrem Antrag zur jetzigen Zeit eine Neiddebatte aufmachen. Sie vergleichen lediglich Lohnsteigerungen der unterschiedlichen Tarifabschlüsse miteinander und verschweigen dabei scheinbar bewusst die Vorzüge, die die Anstellung im öffentlichen Dienst mit sich bringt. Sie erwähnen keine Altersvorsorge, Sie erwähnen keine Zulagen und auch nicht den Vorteil einer krisensicheren Beschäftigten. Und ja, gerade in der jetzigen Zeit muss das ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen sein, die Schausteller sind, Reisebürobetreiber, Stewardessen oder auch im Zuliefererbereich arbeiten, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese hatten wirkliche Nullrunden, stehen vor einer unsicheren Zukunft oder bangen eben weiterhin um ihre Existenz. Deshalb wünsche ich mir, dass die aktuellen Tarifverhandlungen mit sehr viel Sensibilität geführt werden. Und ich bin mir sicher, dass unser Bundesinnenminister und die Vertreter der Kommunen ebenfalls die Sensibilität gerade für die unteren Besoldungsgruppen haben werden. Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass es einen extra Tisch zur Pflege und zum öffentlichen Gesundheitsdienst in den Tarifverhandlungen geben wird. Diese haben sich in den letzten Wochen und Monaten in den Dienst unseres Landes gestellt. Es wurde hier vielfach auch betont, und sie werden es auch noch weiterhin tun müssen. Und auch hier gilt, wir als Große Koalition haben die Leistungen der Pflegekräfte auch außerhalb des öffentlichen Dienstes auch schon vor der Krise anerkannt und sind hier aktiv geworden.
Die komplette Refinanzierung von Tarifsteigerungen, beispielsweise für Pflegekräfte in Krankenhäusern, haben wir durchgesetzt. Dass in der häuslichen Pflege Tarifbezahlung von den Kostenträgern nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf, das kam von uns. Und im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege haben wir auch klar den Auftrag an die Verhandlungsparteien gegeben, dass ein Tarifvertrag ausverhandelt werden soll, der bundesweit für gültig erklärt werden soll. Wir senden also klar hier ein Signal als Politik, wie es auch die Kollegin Behrens schon angesprochen hat, dass wir eine Stärkung der Pflege in allen Bereichen wollen. Und lassen Sie mich noch kurz zum Schluss auf die Kommunen eingehen. Sie müssen uns als Linke, als Große Koalition ja nicht loben. Das verlangen wir gar nicht. Aber zumindest müssten Sie, finde ich, die Fakten anerkennen. Wir haben zur Stärkung der Kommune gerade erst das Grundgesetz geändert. Allein hier gibt der Bund 6,1 Milliarden Euro für die Kommunen, für die Gewerbesteuerausfälle aus. Wir entlasten die Kommunen im Sozialbereich bei der Grundsicherung im Alter und den Kosten der Unterkunft um fast 20 Milliarden Euro. Wir haben die Regionalisierungsmittel um weitere 2,5 Milliarden Euro erhöht. Wir unterstützen die Länder und die Kommunen beim sozialen Wohnungsbau, beim Kita-Ausbau und beim Digitalpakt Schule. Und das mit mehreren Milliarden Euro. Und ich habe manchmal einfach den Eindruck, dass manche vergessen, wie viele Millionen eine Milliarde hat. 1000 Millionen hat eine Milliarde. Und dieses Geld können wir einfach nicht im Füllhorn ausschütten. Aber der Bund, der verzichtet eben weiterhin ab 2021 auf rund die Hälfte des Soli-Aufkommens, sprich um rund 10 Milliarden Euro, während die Länder davon überhaupt nicht betroffen sind. Und nein, wir können nichts dafür, wenn die Länder diese Gelder tatsächlich nicht weitergeben. Und wir können auch nichts dafür, wenn die Länder nicht die nötigen Strukturen in den Kommunen schaffen, dass am Ende dieses Geld auch ankommt und wirkt. Aber es gibt keine Koalition, und ich komme zum Schluss, es gibt keine Koalition, auch keine Koalition vorher, die mehr für die Kommunen getan hat und die auch mehr für die Pflege getan hat. Und in diesem Sinne lehnen wir den Antrag ab und freuen uns auf die weiteren Beratungen. Herzlichen Dank. Sagt Emmy Zollner hier für die Unionsfraktion, letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt. Und sie hat schon angedeutet, es gibt weitere Beratungen hier zu diesem linken Antrag, der hier Grundlage der Debatte war. Die Linke fordert eine bessere Entlohnung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Darüber wird aber vor allem bei den Tarifverhandlungen ja gestritten und die werden weitergehen. Das haben wir ja in der Debatte auch gehört. Es werden keine einfachen Verhandlungen, denn die Kommunen verweisen unter anderem auf ihre leeren Kassen. Und